Ja, herzlich willkommen zurück beim Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, wir sind jetzt bei Dämmerstern, den Ort, wo wir das letzte Mal hingereist sind. Einfach mal, weil wir von hier aus einen kürzeren Weg hatten zu jenem Ort, wo wir jetzt hinreisen. So, ich habe das Spiel, also ich habe seit FSN gerade zeitlich mehr aufgenommen. Das heißt, ich müsste mich wieder ein bisschen reinspielen und auch wieder mich daran erinnern, was wir eigentlich machen wollten. Soweit ich weiß, wollten wir herausfinden, was diese Vampire da planen. So. Also. Da haben wir diesen schönen Streitkolb. Da haben wir einen Bogen. Okay. So. Mit Shift läuft man nicht, sondern mit Alt. So. Hier muss man die Steuerung wieder ein wenig reinkommen. So. Damit. So. Jo. Also viel sollte man eh nicht rennen, weil wir haben nicht so eine gute Ausdauer. Scheiße. Da will wer ordentlich Stress. Ah, wir haben eine neue Seele eingefangen. Juhu. So, Waffen. Wo ist er? Da. Und wir haben Wolfspelz. Das kann ich später wieder fürs Schmieden nutzen. Wird sehr lange dauern, bis ich wahrscheinlich mal eine volle Detra-Rüstung habe, aber wenn ich sie dann habe, dann ist es auch cool. So. Welche Taste war nochmal schnell speichern? F5, okay. Das werde ich in letzter Zeit wahrscheinlich etwas öfter drücken, weil das letzte Mal, also wir sind jetzt endlich auch nur hier, weil gegen kämpfen die. Keine Ahnung. Ich möchte mich da nicht unbedingt beteiligen. Ja, wir sind nur deswegen hier, weil wir auf dem Weg gestorben sind und dann jetzt den ganzen Weg nochmal laufen müssen, was nicht sehr schön ist. Deswegen muss ich mich dran gewöhnen, öfter mal schnell zu speichern. Einfach mal sicherheitshalber. So, wir müssen da in die Richtung wohin. Und Helsien schlägt uns vor. Ja, was schlägt uns Helsien vor? Ich hab den. Da läuft wer lang? Frostbissspinnen. So, die sollte Lydia bald weg haben. Aber da ist noch eine andere. Ja, ja. Das erledigt Lydia schon. Oh, habe ich Lydia getroffen? Naja, egal. So. Haben wir gerade irgendwie das Leben gerettet? Ach, jetzt empfiehlt mir Helsin doch hier in diese Richtung lang zu gehen. Ach, ist das ja ein Weg? Egal. Aber ich muss ja nicht immer auf Helsin vertrauen. Ich laufe erstmal unabhängig von Helsin hier lang. Ah, das hat's kurz gerade geleckt. So. Ich gehe mal eben zu dem Haus dahin. Ich weiß, dass ich diesen Weg lang folgend nicht da oben hinkommen werde, wahrscheinlich. Aber damit ich es einfach mal gefunden habe. Ein Todeshund. Wert 50. Ich weiß nicht, was es bringt, aber ich glaube, es wird schon was bringen. Die Todeshunde gehören doch zu Vampiren, soweit ich weiß. Fackel. Zaubertrank ist immer toll. Krankheitsheilung. Ja, kann ich bestimmt irgendwann mal brauchen. Giftresistenz. Werde ich nicht. Ah, ist wahrscheinlich wertvoll. Jo.
Hallo Kaninchen, ich bin jetzt mal nicht in Tötenlaune. Verbrannte Bücher. Amethyst. Kann ich das Buch mal eben lesen? Ja, verdammt, das weiß ich gar nicht mehr. Das, dieses war's, oder? Jo. Ist aber nicht allzu viel wert, deswegen tue ich es mal weg. So. Ein paar Bücher sollte ich auch mal verkaufen, weil ich weiß, dass ich mehrere mitgenommen habe. Weil die ordentlich was wert waren. Aber die verbrannten Bücher bei mir eh nicht. Junger Vampir. Lass mich raten. Die sind gar nicht tot. Oder sind die tot oder liegen die einfach nur, weil die pennen, weil Tag ist? Unsterbliches Blut. Ich mag die. Die haben schön viele Dingens dabei. Heiltränke. Unsterbliches Blut. Ein unbekannter Verfasser. Schön und gut. Oder wie viel ist es wert? Ach, das habe ich den jetzt wieder zusteckt, ne? Wert 4. Naja. Was war das gerade? Egal. Wert 15. Ah. So. Der Körper der Werwölfe. Wert 14. Das nehme ich dann doch mal mit. So, dankeschön. Und war da auch noch so ein Amulett? Ja, die haben alle so ein Amulett. Vampirstaub brauchte ich ja auch. Genau. Ist mir doch ein bisschen spät eingefallen. So. Das da oben ist immer noch mein Ziel. Ach verdammt, ja, entfernen. Aber ich habe auf jeden Fall was Interessantes gefunden. So. Objekte. Bücher. Was war das nochmal für ein Buch, welches wir... Also das ist auf jeden Fall wertvoll, das Buch. So. Körper der Werte, genau. So. Wie wir alle aus einem gewissen Werk, welches quasi aus purer Lyrik und Erschaffensgeist besteht, wissen wir, dass Werwölfe und Vampire sich nicht abkönnen. Das haben wir alle aus diesem intellektuell anspruchsvollen Werk gelernt. Und das da, würde ich mal sagen, ist eine... Banditenfestung, welche man ja einmal versuchen könnte einzunehmen. Einfach mal, damit man ein bisschen schießen lernt zum Beispiel. Hat er uns entdeckt? Nein, hat er nicht. Oder? Nein. Jetzt? Verdammt. Verdammt. Und... Banditenstaatsräume, ah, die hauen durchaus rein. Wisst ihr was? Ihr lauft los, ich steche euch in den Weg. So. Ich bringe euch unter die Erde. Lydia hat nicht mehr viele Leben, aber zu zweit kriegen wir den down. Ja, sehr schön. Ah, okay. Die sind alle auf Lydia losgegangen. Schön für mich, nicht schön für Lydia. Ach, da ist ja noch einer. Ein Banditen-Gesetzloser. Gesetzlose sind doch schon recht stark. Also... Man kann ja quasi an ihren Namen erkennen, wie stark die ungefähr sind. Und die Gesetzlosen sind, glaube ich, schon ein bisschen stärker. Wenn einfach nur Bandit da steht, dann sind die... Die kann ich ja fast mit der Fire one-hitten. Also wenn ich schleiche, dann one-hitte ich die, aber... Hat man ja vorhin gesehen. Die hat mich ja schon entdeckt und ich habe die fast mit einem einzigen Schuss getötet. Egal. Wir haben ein bisschen kämpfen trainiert. So.
Hier gibt es doch bestimmt irgendwas, was wir noch looten können. Hallo? Ist hier noch wer? Scheinbar nicht. Oh. Ich warne euch. Zurück. Wir sind irgendwie bereits in ihrer Burg, aber dennoch zurück, ne? Bis hierher und nicht weiter. Wir sind nicht da. Ich bin versteckt. Verdammt, das funktioniert nicht. Man könnte jetzt ja, an ihrer Stelle jetzt etwas skeptisch werden. Oh, das ist, war die draufbeult, das heißt, die haut ordentlich rein. Und vor allem, die steckt auch ordentlich rein. Na, ja, dann gehe ich dann doch lieber auf Nahkampf. So. Um ihre Ausdauer und ihre Magie und so weiter. Die hat Zwergenpfeile. Und orkische. Gold. Also dafür, dass es Banditenraufbolde waren, haben wir die ja dann noch recht schnell wegbekommen. Das heißt, wir werden mächtiger. Hier oben ist nichts mehr. Ja, Lydia. Du stehst im Weg. Ja, dann guck ich mal im Haus nach, ob da noch irgendwas ist. Komm ich rein? Jo. Der stolpernde Säbelzahntiger. Ein wunderschöner Name für eine Kneipe. Ist doch eine Kneipe, oder? Ja, das ist er. Das ist es. Oh. Ich dachte, ich hätte alles gehört. Einbildung. Das war's schon. Mehr hat er nicht gehabt. So, erstmal den Gesetzlosen und dann. Oh. Das ging schnell. Danke fürs Gold. Ein orkisches Schwert. Bin immer noch da. Oh, nee, mit dir wollte ich gar nicht reden. Mit dir will ich nicht reden, Lydia. Ihh, doch nicht mit dir. Ich mag dich doch nicht. So, danke fürs Gold. 2 Goldstücke. Pff. Kaiserliche Stiefel. So. Gold. Dankeschön. Achso, Lea. Und davor liegen Dietrich, das heißt, die haben das hier bereits ausgeräumt. Die Banditen, die hier sind. Hier war so jemand schon mal vor ihnen. Und wer auch immer es war. Also, ja, es war wahrscheinlich dieser Baral Zendu. Aber was für ein Leben hatte er wohl? Sie waren wahrscheinlich gerade dabei, seine Truhe zu knacken. Verdammt. Wo ich habe 48 Dietriche, wäre jetzt auch kein Drama. So. Und Schlosskampf knacken verbessert. Eine Zwergkriegsack. Die ist wertvoll. So. Kleine Heilung. Brauchen wir immer wieder. Es kann immer mal das Rettende sein. Und das kann man nicht mitnehmen. Ja, dann gehen wir mal raus. So, automatisches Speichern, das gefällt mir soweit. So, dann haben wir mal diesen Ordner eben mitgenommen. Und dann begeben wir uns jetzt auf den Berg. So. Ja, wir sollen herausfinden, wonach die Vampire suchen. Ich würde einfach behaupten, nach Blut. Aber ich kenne mich ja da nicht so gut aus, deswegen lass mal forschen. Ist das ein Fuchs oder ist das ein Wolf? Das ist. Oh, ein Schneefuchs. Ups, ich hab's für einen Wolf gehalten. Na, bei der Entfernung. Die unterscheiden sich auch fast nur aufgrund ihrer Größe und ihres Verhaltens. Kann man ja mal verwechseln.